So, hier schließt sich dann der Kreis. Hier sind die Entwürfe. Genau, hier sind Musterkacheln für den 7-halbschichtigen Rundofen. Sie sehen dort hinten ein kleines Modell in der schwarz-grünen Variante. Wie gesagt, es gibt 4 unterschiedliche Dekore und die kann man hier bei uns im Ofen- und Keramikmuseum besichtigen. Was zeigt denn dieses Museum hier alles, dieses Ofenmuseum? Also es ist ja 1905 gegründet, seitdem sammeln wir auch. Lassen uns natürlich gerne noch das eine oder andere schenken. Sie können hier eine Zeitreise machen in die Kulturgeschichte des Ofens, dieser wunderbaren Wärmespender. Wir zeigen Öfen, Kachelöfen vornehmlich, aber auch eiserne Öfen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und aus den nordischen Ländern. Wenn man unsere Ofengalerie durchschreitet, dann kann man diese unterschiedlichen Regionen besuchen sozusagen anhand der Ofenkunstgeschichte. Und man kann auch ganz wunderbare Vergleichsstudien anstellen. Also vom ganz prototypischen Kachelofen, der tatsächlich modular zusammengesetzt worden ist, über Überschlagöfen, die so ganz typisch sind, auch für das Zeitalter des Barock. Wir haben einen ganz wunderbaren Rokoko-Ofen Ende des 18. Jahrhunderts. Bis hin dann zu Öfen, die auch natürlich hier in Velten hergestellt worden sind oder auch in Meißen, dann in den 20er, 30er Jahren nach modernen Entwürfen. Was zeichnete denn Velten aus, dass sich hier die Ofenproduktion so geeignet hat? Ja, es gab hier nordwestlich des Ortes sehr reiche Tonvorkommen. Und dieser Ton eignet sich besonders gut zur Herstellung von Kacheln. Und so hat sich 1835 die erste Ofenfabrik hier gegründet. Und im Laufe der folgenden Jahrzehnte war es dann so ein wahres Gründungsfieber, was hier losbrach. Und um 1900 herum waren das ganze 36 Kachelofenfabriken, die auf engstem Raume hier produzierten. Und zwar vornehmlich die weißen Schmelzkacheln. Das ist eine Zinsschmelzglasur, die auf diesem Veltner Kachelscherben ohne Haarrisse haften blieb. Und das war so das besondere Gütezeichen für diese Produktion, die hier eben stattfand. Und wir sehen, dass also diese Berliner Öfen nicht nur aus diesen weißen Schmelzkacheln bestehen, hauptsächlich natürlich, aber wir haben auch verschiedene Schmuckelemente. Das fängt an mit der Ofenbekrönung oben auf, Bildplattenkachel in der Mitte, diese Umrahmungen bis hin zu den Luftgitterkacheln. Und diese ganzen Schmuckelemente blieben zumeist unglasiert, weil die dann erst nach dem eigentlichen Aufbau, nach dem Setzen des Ofens in den Berliner Wohnungen nachträglich koloriert wurden, entsprechend des jeweiligen Wohnungsinterieurs. Wie hat man denn zur damaligen Zeit diese Öfen nach Berlin transportiert von Velten aus? Da gibt es ein ganz typisches Bild, den Kacheltreck. Das waren die Kachelwagen, mit denen die Kacheltransporteure tatsächlich jede Kacheln einzeln verpackt nach Berlin brachten. Ein ganz typisches Bild, das hat auch Waldemar Titzenthaler im Foto festgehalten. Das ist überhaupt ein ganz wertvolles Zeitzeugnis für uns. Titzenthaler ist auch ein recht berühmter Fotograf zur damaligen Zeit gewesen aus Berlin. Der hat 1905 ganz Velten mit seiner Kamera festgehalten. Also sämtliche Produktionsstufen vom Tonabbau bis zur fertigen Kachel und eben auch diesen berühmten Kacheltreck, der mehrmals wöchentlich sich hier von Velten aufmachte Richtung Berlin, um die Kacheln an den Bestimmungsort zu den Ofensetzern zu bringen. Und Sie sagten, 35 oder 36 kleine Kachelfabriken gab es. Wie muss das da hier ausgesehen haben? Wahrscheinlich. Also mehr oder weniger kleine, es waren mehr oder weniger große, möchte ich sagen. Und es gibt einen Stadtplan kurz vor der Jahrhundertwende. Da sieht man, dass es also tatsächlich hier in Velten Straßenzüge gab, wo bis zu 8 Ofenfabriken gleichzeitig wirkten. Ein Gemälde aus dem Jahre 1892 zeigt Velten, wo im Hintergrund dann diese einmalige Industrieansammlung zu sehen ist. Und in den Chroniken konnten wir nachlesen, dass also zu Spitzenzeiten 162 Schornsteine in den Himmel ragten. Also es war im Prinzip eine Entwicklung sondersgleichen. Also innerhalb von einem halben Jahrhundert hat sich dieses kleine Angerndorf Velten mit gerade mal 350 Einwohnern zur bedeutendsten Kachelofenstadt Deutschlands entwickelt. Damals dann um 1900 herum mit ungefähr 7000 Einwohnern und dieser unsagbaren Anzahl von 36 Ofenfabriken. Ja, ich habe so den Eindruck, je älter der Ofen, umso kunstvoller und dekorativer ist er auch gestaltet. Ist das so?
Also zumindest ist es so, dass in den unterschiedlichen Epochen natürlich man sich auch an dem jeweiligen Zeitgeschmack orientiert hat, in dem künstlerischen. Sicherlich auch immer mit etwas zeitlicher Verzögerung. Aber hier haben wir ein Beispiel für die 1770er Jahre. Ein ganz wunderbares Exemplar, auf das wir auch ganz stolz sind. Das konnten wir jetzt jüngst ankaufen, dank der Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, des Bundes und des Landes Brandenburg. Ist ein echter Stockelsdorfer. Weltweit gibt es davon nur noch ungefähr ein Dutzend. Mhm. Um Vergleichsbeispiele zu sehen, können Sie gerne nach Hamburg reisen oder auch nach New York. Mhm. Oder Sie kommen nach Velten. Es ist ein Fayence-Ofenaufsatz, der hier schon sehr schön die künstlerischen Elemente des Rokoko aufnimmt. Ein sehr schönes Beispiel für einen typischen Überschlagofen. Sie haben das gesehen an dem Berliner Ofen, der ist eben aus einzelnen Kacheln zusammengesetzt, ein ganz typischer Kachelofen. Es gibt diese Überschlagöfen, die also so hergestellt werden, dass sie ein Holzgerüst haben, auf das Ton überschlagen wird. Und dann haben sie einen riesengroßen Tonklumpen, der dann frei plastisch modelliert werden konnte. Und dann wird das Ganze in unterschiedliche Kompartimente getrennt und dann gebrannt, glasiert, gebrannt und an Ort und Stelle zusammengeführt. Ne? Dann gibt es aber eben auch Walzenöfen, Rundöfen, es gibt Etagenöfen, die sind dann eben mehrfach durchbrochen. Die unterschiedlichsten Ausführungen und Ausformungen, also da war der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Und letztlich sind es ja auch immer technische Errungenschaften gewesen, die dann im Prinzip damit eingeflossen sind in diese Gestaltung. Das ist jetzt ein Ofen, den ich auch noch kenne aus meiner Kindheit, aber leider gibt es die kaum noch. Aber bei Ihnen natürlich. Natürlich. Und zwar in allen Ausführungen. Es ist so ein ganz typischer Siedlungsofen, ne, wie er dann in den 20er, 30er Jahren hergestellt worden ist. Mit zwei Öffnungen an der Seite. Also man konnte die Brennmaterialien auch wechseln, zwischen Holz und Kohle zum Beispiel. Und es gibt eine dritte Öffnung. Und viele von unseren Besuchern kennen das auch noch. Das ist nämlich die sogenannte Wärmeröhre. Und wenn man die aufmacht, dann haben die meisten Besucher schon den Bratapfelduft in der Nase. Denn da konnten natürlich die unterschiedlichsten Dinge zubereitet werden. Ja, U-Bahnhof Rosenthaler Platz, wie kommen wir denn jetzt dahin? Ja, ein Bereich, der auch ganz viel mit der Beziehung zwischen Velten und Berlin zu tun hat, nämlich der Bereich der Baukeramik. Und diese Wandplatten hier für den U-Bahnhof Rosenthaler Platz, die sind Ende der 20er Jahre hier in der Ofenfabrik von Richard Blumenfeld hergestellt worden. Also man muss sich ja bewusst machen, dass irgendwann ja der Bedarf gedeckt war an Kacheln, an Öfen. Zusätzlich ist es so, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts natürlich auch alternative Heizmethoden aufgekommen sind, sodass irgendwann diese fast 40 Ofenfabriken hier vor Ort nicht mehr alle gleichzeitig existieren konnten. Mhm. Und es waren dann ganz fortschrittliche Ofenfabrikanten, die sich neben der Produktion von Kacheln auch auf den Bereich der Baukeramik spezialisiert haben. Schon recht früh, ab ungefähr 1910. Und unter diesem Bereich der Baukeramik fällt im Prinzip alles, was Sie verstehen unter baugebundenem keramischen Schmuck. Mhm. Also alles, was in Keramik an öffentlichen und privaten Häusern ausgeführt ist, das zählt hier dazu. Und es gibt sehr markante Beispiele, die hier in den Veltener Fabriken hergestellt worden sind. Dazu zählen ganz, ganz viele U-Bahnhöfe, vornehmlich der Linie U8, aber auch Kirchen, Rathäuser, Schulen, private Villen, wo dann die Wintergärten vornehmlich mit dieser Baukeramik ausgestaltet worden sind. Also es lohnt sich, mal wieder mit offenen Augen durch Berlin zu gehen und das eine oder andere zu entdecken. Zum Beispiel ist es so, dass auch die Ofenfabrik Schmidt-Lehmann hier im Hause heutzutage noch mit Rekonstruktionsarbeiten beschäftigt ist, in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege natürlich auch. Und ein ganz berühmtes Beispiel in dem Zusammenhang ist die Wiederherstellung der Karyatiden für das alte Palais, Straße unter den Linden in Berlin, gegenüber von der Humboldt-Universität. Da wurden für die Rekonstruktion der Pergola diese vier Karyatiden vor einigen Jahren wiederhergestellt. Das sind riesengroße Frauenköpfe, sodass also diese Tradition hier der Veltener Ofenfabriken, die schon in den 20er Jahren begründet wurde sozusagen, heute noch fortlebt hier vor Ort. Thank you.
Also wir haben hier ein sogenanntes Möbelofenpärchen vor uns. So in der Qualität auch was ganz Seltenes, dass also beide noch vorhanden sind. Wir haben einmal einen Ofen, der ist hier links zu sehen, und einmal eine Kommode, die ist hier rechts zu sehen. Und das Schöne ist, dass also hier mit den Materialien gespielt wird. Also der Ofen gibt vor, eine Kommode zu sein, von seiner äußeren Gestalt her. Und die Kommode wiederum gibt vor, der Ofen zu sein, weil sie nämlich nicht in Holz hergestellt ist, sondern in Keramik. Mhm. Vornehmlich das Material, woraus auch die Öfen hergestellt worden sind. Dieses Möbelofenpärchen stammt wahrscheinlich so aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, ist aber im Stile des Rokoko ausgeführt und ist einfach ein ganz wunderbares Beispiel für, ja, wir haben es Ofentheater genannt. Also man hat gespielt mit den unterschiedlichen Formen und Ausführungen und ja, Sie haben vollkommen recht, also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es kommen ja sicherlich auch viele Kinder hier ins Ofenmuseum. Die werden wahrscheinlich hier davor stehen und sagen, was ist denn das? Die kennen den Ofen überhaupt nicht mehr. Ganz genau so ist es. Also gerade auch Familien oder Großeltern mit ihren Kindern besuchen uns natürlich auch. Und dafür gibt es hier im Museum einen speziellen Rundgang für die jüngeren Besucher, um genau diese Fragen und großen Augen zu bedienen. Es gibt insgesamt 20 Entdeckerstationen, Mitmachstationen, wo man selber ausprobieren kann, Hand anlegen kann, entdecken kann. Zum Beispiel eben hier unsere Installation mit nochmal 3 Wärmeröhren. Da ist ein Ziegelstein drin. Da ist zum Beispiel ein Ziegelstein drin. Kein Mensch weiß von den Jüngeren, was man denn mit einem warmen Ziegelstein anfangen konnte. Die Älteren wissen es meistens noch, dass man das quasi als Wärmeflasche genutzt hat, ummantelt nochmal mit einem Handtuch und sich dann ans Fußende gelegt hat, als Wärmeflaschenersatz. Mhm. Solche Dinge kann man also hier entdecken. Und es ist uns auch ganz wichtig, dass diese Erfahrungen und Erlebnisse an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Dafür haben wir ein ganz umfangreiches museumspädagogisches Programm. Immer dazu gehört auch natürlich, dass man sich kreativ selbst mit Ton betätigen kann. Das heißt, das Material erfahren, spüren, wie es sich verformt, wenn es dann mit Wasser zusammenkommt. Und Schulklassen sind herzlich willkommen, Kindergeburtstage sind herzlich willkommen, also alles ist hier möglich an dem Standort. Meistens ist es verbunden mit einer kleinen Führung hier durchs Haus und anschließend dann kann man hier den Nachmittag mit uns gemeinsam gestalten. Gibt es bei Ihnen auch besondere Veranstaltungen? Ja, also wir haben natürlich ein umfangreiches Programm, auch so einen ganzen Jahreslauf integriert. Neben den Dauerausstellungen, die Sie hier sehen können in den beiden Museen, im Ofen- und Keramikmuseum und im Hedwig-Bollhagen-Museum, gibt es immer wieder Sonderausstellungen natürlich zu den speziellen Sammlungsschwerpunkten. Aber wir veranstalten auch Töpfermärkte zum Beispiel, Handwerkermärkte, unser traditioneller Weihnachtsmarkt ist auch immer ganz beliebt am dritten Adventswochenende. Wir nehmen teil am Internationalen Museumstag, wir haben ein Sommer- und Museumsfest. Wir begleiten den Tag des offenen Denkmals. Mhm. Im Oktober zum Beispiel, jetzt steht nochmal der Aktionstag Feuer und Flamme für unsere Museen ins Haus am 3. Oktoberwochenende. Und als nächstes jetzt am 5. September ein Konzert, dann allerdings nicht in den Museen, sondern auf dem Museumshof. Ein Open-Air-Benefizkonzert veranstaltet vom Rotary Club. Auch da sind alle herzlich eingeladen, zur italienischen Sommernacht zu kommen nach Velten.